Hallöchen, eure Krümeleck hier nochmal. Ich dachte, ich mache mal ein Vlog über meine Krankheit, wie ihr wahrscheinlich schon in meinen Videos zuletzt mitgekriegt hattet. Ich habe es auch schon mal in das erste Video in die Kommentare, sage ich schon, in die Videobeschreibung gepostet. In diesem kleinen Video möchte ich euch meine Krankheit etwas näher bringen. Und bevor sich drüber lustig gemacht wird und sowas, ja, das kommt halt durch ein Trauma damals. Sowas ist auch vererbbar und es ist eine gesteigerte Form vom ADHS. Und mir kam das dann damals durch ein Trauma und zwar noch ziemlich klein, haben sich damals mit Eltern ziemlich doll angeschrien, gestritten und getrennt und Jahre danach haben mich dann auch scheiden lassen, haben sie sich schnell über meinen Kopf angestritten, über mich gestritten, in Weihnachten auch in irgendwelchen sonstigen Festtagen oder sowas und als ich dann 7 war, fing es dann halt so langsam an. Meine Mutter dachte erst, ich wäre einfach nur hypergeben, hat mir dafür erst noch Ärger gegeben und wurde das in der MRH in Hannover diagnostiziert, dass ich halt Tourette habe. Seit ich 7 bin, habe ich das also. Ja, sind mal vokale Tics, wie ihr jetzt in den Videos seht, oder diverse Muskelanspannungen, Muskelzuckungen. Das liegt aber daran, dass der Stoff in der Körper produziert, damit er Energie hat. Wenn man ja zu viel produziert, muss dann einfach abgegeben werden. Und das äußert sich dann halt in diesen sogenannten Tics eigentlich seitdem nur gemobbt und so weiter und so fort. Jetzt bin ich 20. Mittlerweile hat mich das auch echt extrem abgehärtet. Also stört einfach kaum noch was. Und soll ich in irgendeinem meiner Videos oder in den Kommentaren irgendwas Mieses Abstoßendes darunter finden, wird es einfach instant gelöscht. Da werde ich auch gar nichts zu sagen. Es wird einfach gelöscht und gut ist, weil sowas brauche ich nicht und sowas muss ich auch nicht haben und über sowas rege ich mich auch gar nicht auf, weil ich bin sowieso gewohnt. Ja, kann ich euch dann noch drüber erzählen. Ich habe mich mittlerweile echt dran gewöhnt, aber es ist trotzdem mega nervig einfach nur. Ich verlange es nicht von euch. Ich würde mich einfach freuen, wenn ihr das versteht und ja, nicht drüber lustig macht. Ich kann es euch nicht verbieten, aber dann lasst es bei euch und postet es nicht in die Kommentare oder sonst irgendwas. Ja, das war's eigentlich auch. Danke, dass ihr es angeschaut habt, falls ihr es angeschaut habt. Vielen Dank. Ja, ich verabschiede mich dann mal. Und bis zum nächsten Mal, eure Krümelig. Peace out.